Dass ausgerechnet die Pochers den Meister am Kochlöffel in die Knie zwangen, kam dabei längst nicht bei allen Zuschauern gut an. So konnte besonders Olli mit seiner aufgedrehten Art, seinen Witzen auf Kosten anderer und dem permanenten Nachheffen von Coach und Zwei-Sterne-Koch Martin Klein eher keine Sympathiepunkte sammeln. Nachdem sogar Amira wegen des Kasperle-Theaters ihres Mannes der Kragen geplatzt war, machten User ihrem Ärger über den Comedian bei Social Media Luft. Da hab ich mich auf Grill den Hänsler gefreut, und dann ist da der Pocher, schrieb ein Twitter-Nutzer resigniert und stieß damit in ein Wespennetz. Liebes RTL, sorry, heute ohne mich. Ich bin einfach überpochert und den Pocher brauchen wir nicht, lautete die mehrheitliche Meinung. Einzelne Kommentare gingen sogar unter die Gürtellinie und bezeichneten den 44-Jährigen gar als kleinen widerlichen Kerl und Arschloch. Auch unter den show-eigenen Instagram-Beiträgen ätzten Zuschauer gegen Pocher. Kommentare wie ein SCH. Abend. Pochers sind nicht zu ertragen und Sendungen mit Pocher gehen gar nicht mehr, nur mehr blöd und mega peinlich lassen sich hier zuhauf finden. Viele Grill den Hänsler-Fans hätten einzig wegen den Pochers nicht eingeschaltet. Olli sei der größte Hetzer und Mobber, dem keine Plattform gegeben werden sollte, schrieben User. Ich habe bei Grill den Hänsler schon so viele wesentlich unsympathischere Kandidaten gesehen. Ja, es ist eine Kochshow. Aber man will ja auch unterhalten werden, lautete einer von wenigen Kommentaren, die dagegen hielten. Den Einschaltquoten hat die Pochersche Teilnahme jedenfalls nicht geschadet, im Gegenteil. Laut dem Branchenmagazin dwdl.de schalteten rund 400.000 Zuschauer mehr ein als noch in der Vorwoche. Die Reichweite stieg damit auf rund 1,6 Millionen. We'll be right back.